Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Nordfriesischen Marsch vierfach zusammen mit dem McManus. Hi Leute. So. Sag mal, ist Vatertag dieses Jahr eher als Muttertag? Oh, scheiß die Wandern. Boah, das ist... keine Ahnung. Ich weiß das immer nicht. Oder hab ich's verpeilt? Nee, Muttertag ist danach. Ja, ne? Oh, Gott sei Dank. Wenn mich nicht alles täuscht, am 11. Mai? Ich weiß also, das ist dann aber an dem Samstag, glaube ich. Wann ist denn der 12. Mai? Ich weiß es gerade nicht, einen Moment. Ach, wo habe ich denn meinen scheiß Kalender da? Der 12. Mai ist ein Samstag. Der 13. ist Muttertag, das ist ein Sonntag. 13. Ja. Ja, und am 12. hat meine Mom Geburtstag. Fällt mir gerade noch ein. Das hat meine Mutter Geburtstag. Was ist das denn für ein geiler Monat? Dann haben wir nächste Woche ist der 20. Ja, ist da ist Dings, da ist Pfingsten. Und dann haben wir Pfingstmontag. Und dann hast du am 31. frohen Leichnam. Haben wir nicht. Ach so. Ah. Belastend. Ah. Ja, Pfingsten haben wir da noch. Langes Pfingstwochenende. Ja. Da sind wir übrigens, da ist bei uns eine Veranstaltung, die nennt sich Teichfest. Da ist Samstag Hottentotten, Sonntag Hottentotten. Und ich glaube aber, es gibt diesmal nur einen Tag. Müssen wir schauen. Samstag oder Sonntag gehen wir da auch hin. Ach, ist alles scheiße. Vergiss es einfach, es ist zu krass. Das ist alles voll. Es ist der Wahnsinn, was dieses Jahr los ist. Ey. Ich hab auch das Gefühl, es wird immer mehr. Ich hab das Gefühl, umso älter man wird, umso feierwütiger werden alle. Ja. Wird nur noch ein Grund zum Saufen gesucht hier. Ja, das Kind braucht nur einen Namen, ey. Ja, ist echt so. So kommt mir das vor hier. So alle Familie, alle hocken zu Hause, keiner geht mehr fort. Es werden nur noch Gründe zum Feiern gesucht, um so möglichst viele Leute zu sich einzuladen. Weißt du? Ja, ist ja wirklich so. Dann hocken da 20 Erwachsene und 35 Kinder und tun da immer die Sau rauslassen, ey. Und das Geilste ist immer, ja, wann wollen wir treffen? Dann beginnt die krasse Party! 17 Uhr. Ja. Ja, die Kinder wollen ja auch noch was davon haben. Ja, gut, sind wir 17 Uhr da. 21 Uhr sitzt du dann noch zu viert. Ja. Weil alle heim sind. Boah, da könnte ich ausflippen immer, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt immer, naja, es ist schon 20.30 Uhr, wir müssen jetzt heim, der Kleine muss ins Bett. Ja, ja. Oder das Kind muss ins Bett. Wo ich mir sage, willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein dummer Vorwand? Weißt du wie? Also, ja, ganz ehrlich. Wir legen, also da, wo wir sind, wenn die Kleine müde ist, ne, also die bleibt bei uns nicht ultimo auf, die geht jeden Tag in der Woche, ist die Punkt. Oh, wie ist das ausgefahren? Jeden Tag ist die Punkt, 7:30 ist die im Bett, ne? Ja. So, die hat einen ganz strukturierten Ablauf. Aber, wenn wir am Wochenende mal, da stecke ich das Kind nicht Punkt, 7:30. Nein, was ist denn das bitte? Ich weiß auch, das muss wirklich nicht. Also, das machen wir auch nicht. Also, der Älteste von uns geht um 20 Uhr ins Bett und die zwei Kleinen, wie du auch gerade sagst, um 7:30. Und ja, wenn mal Wochenende ist, mein Gott, wenn es mal 9 Uhr wird oder 9:30 ist auch nicht so schlimm. Also ja, und wenn sie müde ist oder so, dann legen wir sie auch mal da, wo genau wir sind, hin. Ja, das mache ich auch. So, und da kann sie doch auch schlafen. Dann regst du vorsichtig ins Auto, fährst heim, lass genau mal kurz den Klüppchen auf und pennt wie ein Stein weiter. Ja. Ist ja auch nicht so, dass Samstag oder Sonntag, dann muss das Kind auch nicht um 7 aufstehen. Weißt du? Genau. Oder um 5 oder was weiß ich. Ja, so mache ich das auch. Wenn ich zum Beispiel nach Hause fahre zu meinen Eltern, dann nehme ich ja immer die Kinder, eins von den Kindern mit, manchmal auch beide, wenn sie Bock haben. Und dann, wenn ich da zu Kollegen gehe und der hat auch eine Tochter, die spielen dann zusammen und den lege ich da auch da mit ins Bett und wenn ich nach Hause gehe, nehme ich mit, fertig aus. Oh. Ja, dann mache ich das auch. Also ich verstehe das auch nicht, warum man das immer so manchmal so, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein Vorwand ist. Naja. So, na komm, können wir wieder heim. Ich hau schon Tüte Chips. Ja, ich habe letztens so einen coolen Spruch auf Facebook gelesen. Ja, genau. Zu Hause bleiben, kein Kontakt mit Menschen und irgendwie sowas. Die Strafen meiner Kindheit sind heute meine Hobbys oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, ja, ja. Wirklich so. Ja, ja. Naja. Aber wir sind eigentlich gerne irgendwo. Also,
ich gehe nicht mehr so gerne fort in Discos oder zu irgendwelchen hier großen Veranstaltungen. Ja, das mache ich auch nicht mehr so gerne. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich mag es nicht, wenn ich der Älteste bin. Ja, ist kein Scheiß, ne? Ich habe mich ja überreden lassen, wo hier Maibaumsätze waren, Maifeuer und alles. Ja. Hat mich ja noch überreden lassen. Wir saßen ja bei mir, war ja alles cool, alles schön. Und dann 12:30, so, wir gehen jetzt. Doch fort. Und naja, habe ich mich natürlich überreden lassen, weil ich schon ein paar geladen habe. Naja, ne? Doch. Und naja, das war ja auch so eine Veranstaltung. Da waren, na, bei sowas, da sind auch immer viele Alte, aber da sind ja 12:30, welche rumgehüpft, wo du dir denkst, Leute, ihr hättet vor einer halben Stunde euer Personalausweis vorne bei der Security abholen müssen und heimgemusst. Weißt du, ich meine? Ja, ohne Scheiß, ja, ja. Ist aber hier genauso, ey. Die Weiber hüpfen rum, Junge, da könnte es draußen 0 Grad sein. Das ja! Die Hotpants, der halbe Arsch guckt raus. Ohne Scheiß. Der Sitz hängt halb daneben, ja. Ey. Der, und dann nöpfen die da rum, hauen ihren Alkopop rein und quatschen blöd, ey. Ich sehe das ja. Rundherum drei so eine Typen, die 54 Kilo zusammenwiegen und die hauen sich genauso die Taschen voll, ey. Ohne Mist, ey. Wenn ich Berufsschule... Ich habe jetzt vorhin an meinem Moment den Sportausbruch ran. Ja, ja. Oh, mach das, ey. Platz 55. Ich hab das ja immer eine Berufsschule, weißt du? Die kurzeste Hotpen, was schon als Gürtel durchgeht. Weißt du? Ja. Ja, und ja, dann ja, aber ja. So einen dicken, fetten Schal. Und du guckst dir die an und denkst dir, behindert? Ohne Scheiß. Ja. Ja. Nein, gut, ganz so schlimm ist es nicht bei uns. Es gibt aber auch so einen Kreis. Das sind so... Oh, was ist denn hier los? Oh. Oh. Warte mal. Ja? Was ist denn hier wieder? Geh mal anfassen. Muss mal Fieberthermometer nehmen. Mal messen. Ja. Jeder werbelt hier rum und geht alles auf den Sack. So. Ja. Und dann die Disco-Pumper. Da gibt es auch so eine, die sind so, naja, die sind so Anfang 20, die gehen alle ins Fitnessstudio, ne? Alle Fitnessstudio, seht ihr ja immer. Ja. Und die pumpen sich da ja auf, ne? Wie so Marienkäfer. Kurz vorm Platzen, das ist übelst, ey. Da werden da echt trainiert wie die Weltmeister und alles. Ich meine, klar, die haben natürlich von der Figur her, sind die auch schon gut unterwegs und alles, aber. Alter Vater, ey. Das sind Disco-Pumper, also die heißen Disco-Pumper, weil die trainieren nur Oberkörper. Ja. Weißt du? Oben hier übelsten Arme drin, übelsten Titten drin, übelstes Kreuz drin und dann unten die Beine sind wie von dem 12-Jährigen. Wirklich so. Am besten noch so glatt rasiert. Ja, keine Waden, keine Oberschenkel, nix, ey. Da ist nichts trainiert, gar nichts. Da ist so, naja, Disco-Pumper halt, ne? Das ist, ey. Die auch mal zu schießen. Naja, die musst du mal beobachten, da hast du Unterhaltung für den ganzen Abend. Das ist kein Scheiß, ey. Der wird nur so immer so, da stehen die so da, so, alles angespannt, siehst du schon so, ne? Ja. Alles so angespannt, dann schielen sie immer auf ihre Brust oder auf ihren Bizeps und so. Dann wird auch mal der Kumpel gefragt, ja, wie sieht's aus und so. Und so. Denke ich mir manchmal so, Leute, ihr schluckt euch auf den Finger und dann geht's noch schöne Runde, ne? In eurem Jugendclub. Ey, ohne Mist. Was nun wieder? Die Mädels, die stehen da drauf. Ey. Ja, im Moment echt, ja. Ja. Da gehe ich immer dann so und dann drauf. Die fahren Autos, Junge, das glaubst du nicht. Wieso? Da frage ich mich, wie das geht. Ach so, ja. Wie machen die das? Junge, ich habe mir mit 18 mein erstes Auto, Opel Astra F, Baujahr, Anfang 90er Jahre oder so. Da bin ich 2 Monate gefahren, da war der Motor Schrott. Ist kein Scheiß. Ist kein Mist, Alter. Dann bin ich gefahren, 2er Golf für 400 Euro. Ich habe bestimmt 5 2er Golfs gehabt. Für 1000 Euro mal für, aber solche Karten halt, weißt du. Und die Typen, da denkst du dir so, ah, hier, guck mal. Ist ohne Scheiß, ist jetzt kein Witz, ne? Da gehen die hier pumpen und alles denkst du, ja, jetzt steigt mal schön auf euer Fahrrad raus. Gell? Da geht's. Ja. Da steigen die erstmal ganz gepflegt einen M4 ein in den Nagelneuen. Wo du so da stehst und denkst du so, WTF, Alter, was ist denn das? Das geht doch gerade nicht. Oder der eine, ne? Also ich will jetzt hier nicht zu detailliert werden, ne? Aber. Man weiß ja mal nie, von wem man geschaut wird, ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber A5, Audi A5. Normal?
wo du dir sagst, Leute, habt ihr die auf 35 Jahre finanziert oder wie macht man das in dem Alter? Die auf 35 Jahre finanziert? Das ist, aber erklär mir doch mal, wie macht man das? Bist ich hab du mit keine 9 Ahnung. Oder mit 20 los und hast du erstmal ein Auto gekauft? Nein. Also, ich hab, muss lügen, in M4 geht bei 90.000 los. Ich hab keine Ahnung, Tino, wenn ich das auch manchmal, bei uns ist das auch so, da fahren die auch die dicksten Audis und da denke ich mir auch mal, wie geht das? Oder nicht normal. Manchmal frage ich mich auch bei uns im Stream. Ja, ich habe eine 1080 Ti. Alter, die kostet ja, mal, ja. Weißt du, und ich frage mich, woher? Also nicht, dass ich mir das nicht einfach mal so leisten könnte, aber weißt du, wo hat ein 13-Jähriger eine 1080 Ti her? Weißt du, was ich meine? Ich frag mich, wie das geht. Wo ich 13 war, habe ich noch ein Jahr lang nach einem Computer gebettelt. Ja, ohne Scheiß. Ich hab mit 14, das ist kein Mist, ne? Ich hab mit 14, gut, das war natürlich auch ein bisschen anders, ne? Ja. Aber ich hab mit 14 meinen ersten Computer gekriegt. 14, und das war eine 1 MB Grafikkarte, nicht dass er friert, ne? 1 MB! Das ist eine kleinere Einheit von Gigabyte, ne? Weil ja. Von MB spricht ja keiner mehr. Ohne Scheiß. Lass mich lügen, ich weiß nicht, was da drin war. Ich glaube, eine 80 MB Festplatte, 1 MB Grafikkarte und RAM. War da von RAM drin? RAM. 16 MB oder so? 8 MB, 16 MB? Irgend sowas. Ja. Da kam Anu raus. Anu fand ich toll. Aufbau, Wirtschaftsstrategie, Simulationsspiel. Irgend so ein Fasching habe ich früher schon total gefeiert. Fand ich cool. Konnte stundenlang sitzen, da rumbauen. Konnte halt eine Stadt bauen, war halt cool. Ne? So. Ja, hab ich installiert. Ging nicht. Ging nicht. Mindestvoraussetzung 2 MB Grafikkarte. Schaffst du da, ne? Was willst du machen, mein lieber Herr Gesangsverein? Ja. Bist halt zum Kumpel gegangen, der hatte zufällig eine 2 MB Grafikkarte. Hast du neidisch 5 Stunden über die Schulter auf dem Bildschirm geklotzt, dann bist du da hingewackelt. Ja, so einfach war das irgendwas bei uns. Hast du vom Papa noch drei Kippen geklaut und dann. Ja, ja, genau. Was? Das irre. Ist wirklich so, ey. Das war wirklich so. Einfach irre. Ja, heimlich eine durchgezogen, heimgegangen, angehalten, bis du in deinem Zimmer warst und dann ja. Schnell irgendwas gegessen. Hier 10 Kaugummis oder so oder was weiß ich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht mit 14 geraucht. Aber ich habe tatsächlich mit Rauchen mit 16 angefangen und habe mit 30 erst wieder aufgehört. Zwischendrin mal ein halbes Jahr oder so oder man. Ein halbes Jahr, glaube ich, hat man nicht gebraucht. Aber tatsächlich mit 16 angefangen mit Rauchen. Da war ich aber dann letzter aus meiner Clique, muss ich dazu sagen. Da waren sie alle schon ein paar Jahre dabei. Irre. Ja, und heutzutage, wie ist es heute? Keine Ahnung, da weiß ich nicht. Aber Rauchen ist, glaube ich, nicht mehr so cool. Nee, Rauchen scheint überhaupt nicht mehr so zu sein. Also. Finde ich gut, ja. Also das sehe ich öfters. Viele rauchen nicht mehr so. Ja. Christi ist jetzt cool. Nee, grauenhaft. Da dran denke, ey. Echt ohne Mist. Schlimm, weil da manche so sieht, ne? Ich mein, man kennt ja doch nur wieder mal einen, der auch, muss ich jetzt einfach mal so dumm sagen, also in meinem Freundeskreis, Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, kann ich immer nur wieder auf Holz klopfen, hat nie, also nicht, dass ich wüsste, das hat auch noch nie den Anschein gemacht, einer Drogen konsumiert. Okay. Ja, wirklich nicht. Also keiner. Also ich kenne niemanden aus meinem Freundeskreis, der irgendwelche chemischen Drogen konsumiert hat. Nee. Freut mich auch wirklich sehr, muss ich wirklich sagen. Also ich kenne Leute, ja, aber ich rede ja von meinem engen Freundeskreis. Ja, ja. Okay. Das finde ich wirklich gut. Also da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil das, ne, reißt einen, wenn so ein guter Kumpel hier aus der Bahn gerissen wird oder so eine gute Freundin hat. Also chemische Drogen, ich weiß auch nicht. Ich weiß, das ist so ein nächstes Level, weißt du, was ich meine? Das ist so. Einfach gar nichts ist das. Ja, das ist. Ja, das ist so. Einfach eine Nullnummer ist das. Macht man einfach nicht. So ein Scheiß. Vor allen Dingen, was macht's? Es macht dich weich im Helm. Aber volle Pulle. Ja, du laberst nur Scheiße. Du rammelst rum wie so ein ADHS-Opfer irgendwann, weißt du?
mit dir total hibbelig und Pfeffis fangen die an wegzufaulen. Weil ja, alles, ja. Was soll denn der Quark, Alter? Was soll der Quark? Ne? So ein Quatsch, ey. Früher, da haben wir uns irgendwo hinter der Kaufhalle versteckt und haben, da war uns der Kick, der erste Zungus entweder oder, oder du hast ein Blatt Papier angebrannt. Ja, genau, Alter. Mit Streichhölzern, die gezockt hast zu Hause. Ja, und da bist du noch aufregend weggerannt, Alter. Ja. Gegoogelt nennt sich das. Das gibt's ja gar nicht mehr, glaube ich. Googelt. Was denn? Googeln. Das kenne ich jetzt auch nicht. Was ist das denn? Googeln. Was? Du kennst Googeln? Oh, boah. Ey. Nee. Kannst mal bitte in den Kommentaren, könnt ihr den jetzt bitte mal... da regt er sich... Ne, ich kenne ja einen, der regt sich über einen, der Manfred heißt, immer auf, dass er so nicht verstehen würde. Der kennt Googeln. Oh, nee, was ist denn Googeln? Also, was Googeln ist, weiß ich... Googeln ist, was du bei deinen Kumpels regelmäßig machst. Aber Googeln... oh, verstehst du? Ja, kenn ich nicht, keine Ahnung. Gurgeln, hast du denn jetzt verstanden? Ja, gurgeln, wenn du zum Beispiel hier nach dem Zähneputzen das Wasser gurgelst. Hm? Ja, oder das, was du bei deinen Kumpels immer machst. Nee, ich mach nichts mehr bei Kumpel, was ich nicht weiß. Hör auf, ey. Ich hab keine Ahnung, was ist das denn? Gurgeln ist, ja, gurgeln ist, mit, wenn du da ein Blatt Papier anzündest, mit Feuer da rumspielen und so, das nennt man Gurgeln. Kokeln! Gurgeln? Heißt das nicht ja, Gurgeln? Bei uns ist das, ja, bei uns sind die Handbuchstaben ein bisschen weicher, lernst du halt nicht mal. Mann, Gurgeln. Ja, Gurgeln. Kommt von Gurgeln übrigens. Kein Witz. Gurgeln ist das Ausgangssynonym für Googeln gewesen. Das haben die Erfinder, die waren damals im Osten, haben eine Bratwurst gegessen, eine echte Thüringer. Und das hat ihnen gut gefallen und dann hat er einer hinterm der Kaufhalle gesessen in so einem kleinen Dorf. Weiß gar nicht mal, wie der hieß. Da sehen der Typ damals schon. Halt die Klappe, ey. Weiß gar nicht, wie der hieß. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Egal. Und der hat da gegoogelt. Und da haben die gesagt: Oh, das ist ja ein tolles Wort. Dann nennen wir das jetzt einfach Googeln. Ja, so ist das entstanden. Eigentlich milliardenschwer sein. Müsste halt mal einklagen, wenn ich Zeit habe. Fertig. Mach das mal. Was für eine dämliche Folge. Eine Scheiße, glaube ich. Ja, aber obwohl gut. Obwohl man sagen muss, das stimmt alles. Also das war wirklich so. Ja. Das ist jetzt nicht hier ausgedacht oder verarscht oder so. Also außer das mit den Googeln. Ja, mach mal. Ja, ja gut, meine lieben Freunde. Könnt ihr mal eure Kindheitsgeschichten ein bisschen erzählen in die Kommentare? Was? Ja, ohne Scheiß, ey. Oder genau, ihr könnt ja mal sagen, was so eure erstes PC-System war. Meins war ja auch so ja. Wie Manus, war auch nicht viel wert. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bei Manus auf jeden Fall vorbeischauen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.